Liebe Weinfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch jetzt einen Primitivo di Salento vorstellen. Ja, wir haben hier einen reinrassigen Primitivo aus dem Anbaugebiet Apulien. Es ist das zweitgrößte Anbaugebiet, was Italien zu bieten hat und wo sehr, sehr schöne, charaktervolle Weine entstehen. Wir haben hier lehmige Kalkböden, die sich natürlich dann auch in den Weinbergen widerspiegeln und schlussendlich auch in den Weinen. Wir haben jetzt hier im Glas ein schönes Rubinrot. Ja. Wir haben in der Nase diese typischen Primitivo-Noten, das heißt Waldbeere, einfach alles, was dunkel ist, Dörrobst haben wir mit drin. Das ist ein toller Speisenbegleiter zu was Vollmundigem, weil es eben auch ein kräftiger, charaktervoller Wein ist. Dementsprechend könnte ich mir zum Beispiel einen Schweinsbraten sehr gut vorstellen. Tschüss.